Hallo und herzlich willkommen hier, seit langem mal wieder bei Assassin's Creed Odyssey. So, meine Freunde, ich habe hier für euch heute, auch wie für das Projekt Minecraft Continuum, eine gute und eine schlechte Nachricht. So, die gute ist, Assassin's Creed geht weiter. Die schlechte ist, nicht hier auf YouTube, weil es ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Wir haben jetzt 250 Folgen fast. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Und ich denke mal, das reicht für YouTube. Und wir werden Assassin's Creed auf jeden Fall fertig machen. Wir machen Assassin's Creed aber live fertig. Und zwar auf Twitch. Ja, und eine Verlinkung werde ich unten in die Videobeschreibung machen. Und ihr werdet hier auch ab und zu mal eine kleine Einblendung sehen. Und was machen wir heute? Heute werden wir mal ein paar Gegenden besuchen, wo wir die Steuerung, muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen, wo wir gesehen haben, wo recht interessant war. Und werden vielleicht noch ein paar Flugpunkte frei machen, so wie den hier, also Reisepunkte. Na? Und ja, sehen wir doch einfach mal, wie es dann auf Twitch weitergeht, wann ich streame und so weiter. Das muss ich noch einspielen, aber wir werden ein bisschen. So, hast du schon gemacht? Die Fetus klicken. Okay, wir gucken jetzt mal auf der Karte. Wo waren wir? Das ist interessant. So, oder was müssen wir noch machen? Hier ist noch ein Kultist. Den werden wir auch noch töten. So, interessant war die uralte Schmiede. Schauen wir uns doch die noch mal an. Die uralte Schmiede, da haben wir unseren Speer aufgewertet oder können unseren Speer noch aufwerten. Und naja, da ist er, die uralte Schmiede. Ein sehr interessanter Ort. Nehmen wir mal eine Fackel in die Hand. Da ist die uralte Schmiede. Sehr interessant. Wir werden hier vorne auf ein bisschen. Ach ja, er läuft hier nicht schneller. Hier vorne haben wir viele Inschriften. Und hier werden wir unseren Speer weiter aufrüsten. Unser Speer ist im Moment. Das war der falsche. Ich muss mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Unser Speer, wo ist er denn? Fähigkeiten. Unser Speer. Wir haben die Speerstufe 5 und müssen noch ein bisschen was finden. Aber da können wir auch noch einen Fähigkeitspunkt verteilen. Das werden wir gleich mal noch machen hier. Nyx Schatten weist die Fähigkeit zu, um sie zu nutzen. Außerhalb von Konflikten bist du beinahe unsichtbar. Heimliche Bewegungen und das Ziehen mit dem Bogen sind möglich, aber wenn du angreifst oder mit jemandem zusammenstößt, wirst du entdeckt. Die uralte Schmiede. Schön. Und hier wird unser Speer immer wieder aufgerüstet. Aber jetzt geht's gerade leider nicht. Gut, wir gehen mal auf die Karte. Schauen mal, was wir noch Interessantes entdeckt haben. Attika. Athen, eine wunderschöne Stadt, die Athen. Wir reisen mal nach Athen. Und da können wir auch noch eine Quest abgeben. In Athen, das machen wir. Komm, können wir gleich mal ein paar Dinge noch erledigen, dass wir dann auf Twitch direkt loslegen können. Reisen wir jetzt einfach mal ein bisschen in der Gegend herum. So, da sind wir.
Wo ist er denn irgendwo? Sollten wir uns mal auf der Karte markieren. Der ist ganz hier in der Nähe, Alter. 38 Meter. Genau hier unter uns. Da ist er. Und hüpf. Geben wir mal die spartanischen Ziegel ab. Haben wir ja inzwischen festgestellt, dass die Spartaner gar nicht so freundlich zu uns waren. So, natürlich. Ja, ich habe die Siegel für dich. Das wird den Narren in der Versammlung eine Lehre sein. Wir machen Fortschritte. Bist du interessiert, noch mehr Polemarchen auszuschalten? Na klar. Ich bin interessiert. Du leistest gute Arbeit. Also weniger erwartet? Nein, doch dich anzuheuern war ein Wagnis. Wie fast alles im Leben. Ich bin vielleicht bereiter, ein Wagnis einzugehen, als den anderen Feldherren lieb wäre. Wer kein Risiko eingeht, gewinnt keinen Krieg. Ganz genau. Wie kommt es, dass ein Söldner versteht, was die größten Feldherren Athens nicht begreifen? War das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Sparta will unsere Nachschubwege ausfindig machen. Wir haben schon mehrere Spione gefangen. Es darf ihnen nicht gelingen. Nein, nicht wenn deine Truppen überleben sollen. Du musst noch mehr ihrer Befehlshaber töten. Wenn die Hopliten keinen Anführer haben, fallen sie in Unordnung. Bist du sicher? Spartiaten sind erbitterte Krieger. Krieger ja, Denker nein. Sie reagieren wie wilde Tiere. In einer Situation, die Überlegung erfordert, würden sie auseinanderfallen. Töte die Befehlshaber und bring mir ihre Siegel. Mal sehen, wie die anderen Feldherren darauf reagieren. Ich werde dir deine Siegel holen. Je eher, desto besser. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, die Siegel, der möchte nur Siegel. Hoffentlich haben wir das dann irgendwann auch mal abgeschlossen. Dann haben wir ja schon ein paar Siegel gebracht. So, schauen wir mal weiter. Was haben wir denn? Ach so, wir wollten uns Athen anschauen. Ja. Hier ist das Heiligtum der Akropolis. Eine wunderschöne große Statue und ein natürlich, wie es überall in der griechischen Welt ist, ein Tempel, und zwar das Heiligtum auf der Akropolis. Ein imposantes Gebäude, muss ich sagen, ein imposantes Gebäude, mitsamt der Statue, wirklich sehr schön aufgebaut. Und natürlich, wie es so der Abschluss auf YouTube ist, wir haben Sauwetter. So, was haben wir hier? Sensorbrillen. Hier wird natürlich noch gebaut, ne? Propylea, ein neuer historischer Ort. Und da seht ihr das Athen der Antike. Ja. Eine imposante, wirklich sehr detailliert ausgebaute Stadt. Schön, 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 schön. So, was haben wir denn noch? Gucken wir mal um hier. Da sind neue Queste. Vielleicht habe ich irgendwo sogar noch was zum Abgeben. Schauen wir doch einfach mal um. Was ist denn noch die heiße Quelle der Themokliden? Hier haben wir noch ganz viel zu erkunden. Was ich ja auch wirklich sehr schön fand, da können wir natürlich auch noch kurz hinweisen, sind die diese Vulkaninseln. Ich glaube, das sind die hier. Und jetzt aber nicht, dann sieht er hier ist auch noch. Ach, das Tor zur verlorenen Stadt. Auch sehr interessant. Agrest der Kyklop, ja, den haben wir getötet. Aber hier, das Tor zur verlassenen Stadt, das hat mit dem DLC Atlantis zu tun. Aber wir können da mal hinreisen und schauen uns mal das auch noch mal was an. Ich werde die Folge heute auch gar nicht so lange machen. So, Atlantis, das Tor zur verlassenen Stadt.
eigentlich dann auch der eigentliche Vater von Alexis. Wie steht er ja da? Gucken wir mal. Ja, da unten steht er. Mal schauen, hat er was für uns? Hallo? Ich bevorzuge Stille. Stille. Okay. Mal gucken, ob er was für uns hat. Hast du noch mehr Fragen? Nein. Ich sollte gehen. Ja, es gibt viel zu tun. Bring die Artefakte schnell zurück. Je länger wir warten, desto größer ist die Gefahr, dass Atlantis entdeckt wird. So, okay. Gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um, so weit wie es geht. Ich habe mir das noch gar nicht so richtig angeschaut hier. Ne? Wir waren eigentlich nur da, haben mit dem alten Mann gesprochen. Aber viel gibt in der. Was ist da in der Abhier? Böse Information, was ist das hier? Okay. Ich weiß nicht, ob diese Informationen wirklich relevant sind. Das werden wir wohl noch im Lauf des Spieles erfahren. So. Die verlorene Stadt Atlantis. Aber komm mal da nicht hoch? Alexis, kommst du da nicht hoch? Ach, wie er mich immer ärgert, ey. Ja, wir sind hier ja auch unter Wasser und keine Ahnung, ominöse Kraftfelder. Komm mal hier hoch? Nee, komm mal nicht. Okay, dann bleiben wir auch da. Und gehen wieder zurück. So, was haben wir denn hier hinten noch? Da ist anscheinend... Na, mal schauen, vielleicht schauen wir uns das DLC von Atlantis dann auch mal an. Ja, es hat überall Informationen. Gucken wir mal. Okay, hört sich sehr technisch an. Keine Ahnung, das Volk von Atlantis, wie weit entwickelt die waren. Ne? Ja, da müssen wir aber mal schauen auf Twitch, wie gerade die Resonanz ist. Und ob wir dann da auch dann das DLC uns dann zunehmen. Müssen wir mal schauen. Schön, okay, ich würde sagen, wir reisen mal weiter. Mal gucken uns mal noch. Ah, genau, die Arena. Die Arena. Da war ja auch einiges los, ja. Wir erinnern uns. Wir reisen mal hin. Mal schauen, vielleicht können wir auch einen Kampf bestreiten. Mal schauen wir mal. Oder vielleicht kriege ich auch gleich aufs Maul. So, die Arena. Hallo, mein Herr. Ja, wenn man Arena kann. Aus. Claudius der König. Guck mal, da denn hier. Komm, wir machen Hippolax, der Protogeon. Schauen wir doch mal. Ja, mein Ladebildschirm. Ein 58er. Ja gut, muss man ein. Das erste, was ich machen würde, ist eigentlich... Huch, falsche Taste, wie immer. Alter, hör mal. Hör mal auf, mich zu schlagen hier. Ich muss dem sein Schild wegnehmen. Und dann müssen wir uns heilen.
Hallo. Wow. Also das machen wir nochmal. Ich war gerade ein bisschen überrascht. Aber das machen wir nochmal. Desynchronisiert. Okay. Naja. Ach, das dürfte kein Problem sein. Da kommt er gleich mit seinem Feuer. So. Wir sind wo? Bei der Arena, genau. Weg da. So. Überspringen jetzt. Überspringen. Hyponax. So. Hyponax. Bist du dran? Das Erste, was wir machen, wir nehmen ihm sein Schild weg. Wie immer. Jawohl. Komm her. So ist er. Komm her. Ah, verdammt. Dann müssen wir uns rollen. Wir müssen uns heilen. Ja, ein ganz schön harter Brocken hier. Ja, sobald es geht, heilen wir uns wieder. So, jetzt pass auf, das kriegen wir. Jawohl, wir haben. Das war er. So, dann haben wir den auch noch besiegt. Wunderbar. Das ist doch ein schöner Abschluss für YouTube. So, hat er noch was? Ja. Ja, gut, haben wir. Claudius, wir haben ja alle erledigt. Wissen wir gleich. Schön, meine Freunde. Ich meine, wir haben jetzt hier. Es gibt so viele Orte. Wir könnten unendlich reisen, ja. Was wir noch besuchen könnten. Jetzt hier auf YouTube. Und was wir uns noch irgendwie passieren lassen können. Ich wusste gar nicht, wie ich anfangen soll. Und darum würde ich sagen, wir reisen zurück nach Lesbos. Da haben wir noch einen Flugpunkt, wo wir aufdecken können. Und den werden wir noch aufdecken und danach mal wie gewohnt hier Schluss. Aber keine Angst, wir sehen uns wieder. Wir sehen uns auf Twitch. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei all den Leuten, ja, die hier auf YouTube hier die Treue gehalten haben und sich 250 Folgen lang dieses Let's Play angeschaut haben. So, wir werden jetzt hier hochgehen auf diesen Berg und dann werden wir diesen Flugpunkt noch frei machen oder diesen Reisepunkt. Und dann hoffe ich doch mal, dass wir uns auf Twitch wiedersehen. Und dann kriegen wir auch ein bisschen was geschafft, wie nur in 20 oder 30 Minuten Folgen. So.
Huch. Holen uns mal noch. Ach ja, Phobos. Phobos hat sich ja auch sehr verändert, ja. In der Zeit. Müssen wir mal schauen. Aber er ist immer noch nicht so begeistert, wie man ins Gebirge rein. Gucken wir mal, dass wir das hier hochkommen. Noch ein Mauern. Eieiei. Vielleicht kommen wir hier durch. Hier vorbei. Jawohl. Okay. So, gucken wir mal, dass wir das hier hoch. Schon wieder Nacht. Ja, er macht es eigentlich ganz gut heute, muss ich sagen. So, und das Zimmer dann auch schon ist. Bergtempel des Poseidons. Okay, ich glaube, hier müssen wir klettern. Absteigen. Ja, so. Ja, ich muss mich wieder mit der Steuerung anfreunden. Das, wenn man so viele verschiedene Sachen macht, dann vergisst man ab und zu auch mal was. So. Na, auf geht's. Er hat es nicht immer so mit dem Klappen. Aber wir werden es schaffen. So. Oh, was ist denn da los? Okay. Gut. Dann würde ich sagen, in diesem Blick hier vom Bergtempel des Poseidons verabschiede ich mich. Und ich hoffe, wir sehen uns in oder auf Switch wieder. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeibleiben, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Twitch.